Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr den Benny und an meiner Seite seht ihr die Nike, die jetzt unser heutiges Thema für den Gaming Talk verkündet. Ja, unser heutiges Thema ist die Lautstärke von Konsolen. Ist das wichtig oder nicht? Wir haben uns etwas überlegt. Einfach die Konsolen ist abfilmen, ist ja total langweilig. Benni wird dann einfach Mundmusik machen, je nachdem, wie laut die Konsolen sind. Die Konsoleneinstellung machen. PlayStation musst du mir wahrscheinlich helfen. Da musst du mich ein bisschen unterstützen. Weil ich nicht so genau. Mit Mundmusik? Mit Mundmusik. Beatbox. Wir machen Konsolen-Beatbox. Ähnlich dem Mann von Police Academy einst, der es allen vorgemacht hat und dann jeder Beatbox machen wollte. Ja. Ja. Ich habe gerade alles vergessen, was sie für Geräusche macht. Ist das überhaupt wichtig, wenn die Konsole überhaupt Geräusche macht? Genau. Wie laut sind die Geräusche? Wann wird's kritisch? Wann habt ihr Angst? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Und haben total die Ahnung von Dezibel. Ja, zuerst müssen wir mal ganz zurückgehen in der Geschichte. Meine erste Konsole war der Nintendo NES. Und der hat, glaube ich, überhaupt keinen Ton von sich gegeben. Meiner war der Game Boy Color, der hat auch keinen Ton von sich gegeben. Ja, dann kam der Super Nintendo, auch kein Ton. Ich glaube, die Sachen mit den Kassetten, die haben keine Töne gemacht, so weiter. Außer, dass die manchmal irgendein Fiepen hatten oder so. Aber das kam dann vom Strom, wenn da war mir so ein Klotz hinten dran. Ja. Der konnte mal fiepsen. Mein Rechner fiepst auch. Ja. Oder das Modem. Nee, bei dem Rechner ist es, glaube ich, der Lüfter, wenn dein Kabel in den Lüfter geht. Das ist ja das Klackern. Ich rede ja vom Fiepsen. Ach so. Das ist ganz feine. Ich höre sehr viel. Total. Die Flöhe husten. Ja, das ist schlimm. Ja, dann kam noch schnell der 64 zwischendurch. Der hat auch Kassetten gehabt, auch keinen Ton. Und dann ging es auch schon los mit der PlayStation. Die hat ein bisschen gemacht, glaube ich. Also meine erste PlayStation war die PS2. Bei der PS1 kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass wir eine Technik hatten, wenn das Spiel nicht gestartet hat, wenn das nicht ging, dann hat man das Spiel reingemacht, hat die PlayStation umgedreht und dann ging es manchmal noch. Und dann jetzt. Ich glaube, das hat dieses typische wie beim PC so ein Geräusch gemacht, wenn die Festplatte lädt. Ach so, ja. Ich glaube, das gab's. Bei den PS2, ja. Okay. Ja, und bei der PS2? CD vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich da auch nicht mehr. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Du hast es aufgeschrieben. Ja, ich habe es aufgeschrieben, aber ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ob die PS2 Geräusche gemacht hat. Dann müsste ich sie erstmal anmachen. Ich habe ja gar keine. Meine Schwester. Irgendwo müssen meine rumliegen eigentlich. Ja, die ist aber nicht mit hier. Oh. Wo ich was erzählen kann, wo ich mich sehr dran erinnere, ist an meine PS4. Wenn ich Cyberpunk eingelegt habe, dann ist die abgehoben. Wie ein Düsenjet. Ja. Ja, also viele haben ja gesagt, dass diese PS4 Pro, dass die wohl abgehoben hat. Aber bei mir war es die PS4 normal, praktisch auch meistens so bei Cyberpunk. Ich meine, jetzt ist es schon so weit, dass er auch bei Resident Evil abhebt. So extrem laut. So. Ich weiß nicht, wie man es nachmacht. Lauter und dumpfer. Und jetzt da in der Ecke. Ja, ein bisschen leiser. Hör auf, sich voll zu spucken. Ja, so in der Art ungefähr. Ja, genau. Bloß mechanischer halt. Es ist schon sehr laut. Das ist ein Dampflok. Sie ist eben halt sehr laut. Ja. Muss ich schon sagen. Ich muss sagen, mein alter Rechner war sehr laut. Weil ich habe mir extra eine Lüftersteuerung gekauft, die ich nie eingebaut habe. Und habe dann überall Lüfter dran gemacht und alle Lüfter sind immer auf 100% gelaufen. Hm. Und wenn man den angemacht hat, dann war es so. Das ist doch der, den ich jetzt habe, oder? Ja, das ist jetzt was. Ja, es hat mir so mehrere Ventilatoren an, hat sich richtig so. Weil die kleinen, die drehen sich viel schneller. In meinem neuen Gehäuse, da sind große Lüfter drin und große Lüfter drehen sich ein bisschen langsamer. Und die werden auch über das Mainboard gesteuert, meine großen. Aber die anderen, die gehen immer auf 100% ab und das sind so kleine und die machen richtig.
Also es ist praktisch so, wenn der hinten mein Rechner an ist, dann hört man den bis ins Wohnzimmer. Mhm. Und wenn wir nebeneinander Homeoffice machen, dann habe ich meine mechanische Tastatur. Boah, die Tastatur, die nervt mich so. Kommt halt niemand. Habt ihr eine mechanische Tastatur? Stimmt, die ist voll, das bringt geil. Dieses ganze Lautstärke-Thema noch auf einen ganz anderen Level. Ich mag die voll, mein, aber die sind halt schon sehr laut. Boah, wenn wir Homeoffice haben und ich habe so was zu tun, wo ich mich so sehr konzentrieren muss, wo ich so Zeugs da lesen muss und irgendwelche Tabellen zusammenstellen. Und dann kommt sie und schreibt eine E-Mail und da könnte ich wahnsinnig werden. Ich da denke ich mir, oh, dieser PC. Ich finde nur noch, dass sie zum Helm neben mir sitzt. Die Tastatur ist wirklich übertrieben laut. Und es nervt. Ja, aber deine Xbox-Controller sind auch übelst laut. Das stimmt. Xbox-Controller. Aber die haben so ein leises, so ein Klicken. Das ist kein leises Klicken, aber das ist so ein extremes, was in die Ohren geht, finde ich. So ein Klicken. So ein. Ich weiß nicht. Das stimmt. Jetzt bei Outriders sieht man es ja sehr gut. Wenn ihr mal geguckt habt, wie wir Outriders spielen, da hört man das. Ja. Das Klicken ist meistens mein Xbox-Controller. Ja, das ist echt extrem. PlayStation-Controller ist viel leiser. Ihr hört, bei Dings hört ihr sie wahrscheinlich kaum. Bei It Takes Two hört man, glaube ich, nicht viel Klicken. Also ich spiele ja auch immer so. Also dann müsste es ja das immer... Das ist ja immer wie eine Wilde. Ja. Das weiß ich ja mal drüben, wenn du hier... Das ist schon laut, tippen? Wenn sie tippt. Wenn ich tippe? Ja, wenn ich tippe. Ich rede ja, wenn ich mit dem Controller vom Mikro bin. Du drückst immer wie eine Wilde. Ich höre es immer hier durch die Tür. Ja. Das ist eigentlich auch, fließt auch in die Lautstärke ein, gell? Da ist auch der Unterschied. Also die Xbox ist, muss ich sagen, die One wurde mit der Zeit laut, je älter sie war. Ich weiß nicht, ob vielleicht viel Katzenhaare und Staub hinten drin sind. Aber die hat dann immer mal so aufgedreht, so phasenweise. Dann hat die so... Und wenn man sie ausgemacht hat, stimmt. Wenn man sie ausgemacht hat, hat immer das Ding hinten geföhnt. Dieses Ding, ich hasse es so das sehr. Hat immer geföhnt die ganze Zeit. Vor allem, manchmal war es ja so, die Box war aus und dann ist das ein paar Minuten später erst angegangen. Das hat genervt. Oh, dieses Ding. Ja. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so den Müll das bauen? Das hat immer gebrummt. Ich hab's gehasst. Also früher fanden wir die Netzteile so extra, gell? Erst bei der Xbox habe ich das gesehen. Das war doch nicht bei der PlayStation, gab's das nicht. Ja, wir hatten früher immer so einen Klotz irgendwo. Die Nintendos, die hatten immer so einen Klotz, aber da waren keine Lüfter drin. Bei der Xbox, die haben immer Lüfter drin, diese Klötze. Ja, das ist, du meinst, das sind ja diese kleinen da, diese, ja, so diese Kondensatoren, nee, diese Dinger da, so, die da PS... Nee, sowas. Die dann noch, die, genau. Nur Größe. Und beim Nintendo ist es recht klein, glaube ich. Also bei der Switch ist nur so ein Stecker. Hm. Da ist gar nichts weiter. Aber die alte Xbox, die hatte diesen Klotz. Ich glaube, die neuere One hat den Klotz nicht mehr. Aber die 360 und die One, die haben beide so einen Klotz hinten drin. Du meinst die X da? Hieß die X? One X? Ja, genau. Ja, ich glaube auch einfach nur die neue Version von der One, die hat das drin. Dieses Teil. Die hat war meine so alt? Ja, deine war auch alt. Deine ist ja dieselbe wie meine. Ach so. Ich habe mal gehört, dass es nicht so wäre. Aber die One, die hat auch ganz schön gebrummt. Und die 360, die war mit CD relativ laut. Es kommt halt auch immer drauf an, ob man sie die ganze Zeit laufen lässt oder ob sie halt die ganze Zeit liest oder ob sie wirklich nur phasenweise liest. Ja, ich hatte immer dann die Spiele auch teilweise installiert bei der 360 schon, dann hat es nur so phasenweise. Die PlayStation 3, die war teilweise auch ganz schön laut, gell? Ja, aber war halt so. Ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern, aber dadurch, dass ich da auch nur von CD gespielt habe, muss sie ja laut gewesen sein. Also, ja. Ich kann mich da jetzt wirklich nur an die erinnern, mit denen ich irgendwie fast tagtäglich zu tun habe. Und das ist eben halt die PS4 und die PS5. Bei der PS5 ist es halt so, ich glaube, ich habe einen Spulenfieben. Die ist, wenn die im Dings ist, im normalen Menü, dann ist die leise. Dann hörst du die fast gar nicht. Wenn du aber ein Spiel anmachst, voller Platte. Das hat man schon mal bei Kena, können wir auch schon mal da oben reinmachen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt ist es so, es ist bei jedem Spiel, auch mit CD. Es hat sich angenähert. Ich meine, die ist ja auch fast ständig in Benutzung. Und ja, die ist gerade mal nicht mal ein Jahr alt. Die muss schon hier. Ja, gut, aber ich bin ja nur am CD raus und reinstopfen. Also du spielst ja nur von Platte. Das macht man ja auch nicht mit den CDs.
deshalb haben die neuen ja keine. Deshalb, man kauft sich extra eine teure Version mit Laufwerk, aber man darf es nicht benutzen, weil man muss schon. Ja, genau. Ja, und auf jeden Fall, die dreht halt auf, wenn du CCD reinmachst, dann dreht die einmal kurz auf, so ein dumpfes, so eine Minute lang ungefähr. Dann geht's und dann nach 3 Stunden dreht die halt nochmal durch, was mich jetzt persönlich nicht stört. Genauso wie dieses Klackern, was man hat, so, also ich glaube, das ist die Spulenfiepen, aber ich verstehe nicht, warum man da Fiepen sagt, weil es ist kein Fiepen. Fiepen ist Fiep, Fiep, aber es ist ja kein Fiepen. Es ist so ein. So ganz. Wie so ein Festplattenlesen. So ganz so tackernd fast. So leicht babytackernd, würde ich sagen. Babytackernd. So macht die halt. Aber sobald du das Spiel ins. Oder selbst im Spiel ins Hauptmenü reingehst oder ins PlayStation-Menü, ist Ruhe. Sofort. Ja. Ja. Wo es halt ganz schlimm ist, wenn du den PS4-CD reinmachst, dann wird es extrem schlimm. Also bei Biomutant war es extrem schlimm, aber bei It Takes Two... Macht's dann. Nee, lauter. Ja, mach mal. Ach, wie war denn das? Wie laut war das? Also richtig so ein doofes... Und dann hatte ich dich aber in diesen Ton die ganze Zeit gedreht. Wenn der Lüfter so richtig nochmal durchdreht. Und der hat die ganze Zeit gedreht bei Biomutant. Bei It Takes Two ist es ja so, du brauchst eine CD, um sie einzulegen. Also ich glaube, der macht überhaupt nichts mit der CD. Und macht er. Ja, aber mir persönlich ist das eben halt egal. Ich bin immer froh, wenn meine ganzen Konsolen einfach nur funktionieren. Also selbst bei der PS4 war es mir... Ja, deine Konsolen sind immer super. War es mir völlig wurscht. Hey, ich habe doch gerade gesagt, dass die Spulenfiepen hat. Du hackst doch die ganze Zeit auf mir rum. Die ganze Zeit, ich habe nur gar nichts Schlimmes gesagt. Doch, hast du gesagt? Ich habe gesagt, ja, schlechte Qualität. Dann sagt mir einer mit einem klackernden Controller, der noch nicht mal DualSense-mäßig unterwegs ist. Ja, also $200 Controller, der ist super. Ja, der vergeht da. der vor allem. Wie das hochkommt? Ja. Meine Xbox, die fiebt nicht gut. Also sie fiebt gar nicht. Ja, zu der Xbox kann ich sagen, die ist wirklich leiser als die PlayStation. Ja, also das auf jeden Fall. Das Einzige, was sie macht, wenn man sie ausmacht, macht sie nochmal... Dann bläst sie noch einmal die Lüfter kurz durch und dann ist gut. Und manchmal nach mehreren Stunden, also wo ich so ein paar Stunden GTA gezockt habe, hat sie auch mal kurz so einen Lüfterbläser gemacht. Aber auch nicht so lang. Also, aber so hört man sie gar nicht. Das ist schon interessant. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich habe länger kein Tales gespielt, das ist das Einzige, was ich mit CD spiele. Ich glaube, da ist es auch, am Anfang dreht sie mal kurz auf und dann ist aber, glaube ich, auch die Sache schon gegessen. Was aber halt ganz interessant war bei der Matrix-Demo, da habe ich schon bei YouTube sowas gesehen, wie kommt die PS5 da an ihre Rechengrenzen oder so, Rechenleistungsgrenzen. Da war die auch total leise, da hat die keinen Ton von sich gegeben bei dieser Demo, obwohl die echt... Also ich glaube, da ist China weit weg von entfernt. Also es wundert mich halt. Also scheinbar liegt es doch mit so ein bisschen an der Optimierung. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nicht so gut optimiert. Es war ja auch nicht so ein großes Studio, was China gemacht hat. Ja, aber also bei Matrix, da hatte ich übelst Angst. Ich habe sogar gedacht, ich nehme alles vorher auf, damit, weil ich sie mir schrotte irgendwie wegen der Matrix. Ach, da denkt man schon dran, so ein Scheiß. Wegen Call of Duty da. Was? Bei diesem einen, da haben sie mal gesagt, irgendwie hat das irgendwelche Konsolen zerlegt. Ja. Ja. Und aber das lief komplett leise. Also ich weiß auch nicht, ob die da irgendwelche Abstriche macht, ob die sich jetzt denkt, ey, jo, das ist CD, das ist nicht CD, das ist das und das ist das. Ich weiß nicht, ich hätte halt gedacht, dass grundsätzlich Sachen von CD ein bisschen lauter sind, weil du halt dieses Einlesegeräusch hast und vielleicht die CD auch nochmal Wärme erzeugt. Mhm. Ich weiß aber nicht, genau dadurch, dass man die Spiele ja sowieso installiert hat, nimmt er ja nicht wie früher, dass er permanent von der CD so liest. Ja. Ich glaube, der nimmt die CD dann nur mal zum Start, also zum Installieren und dann halt so zum Starten. Ja. Ich glaube nicht, dass er die ganze Zeit die CD auf Vollpower da rumschleudert und nur von der CD liest, weil sonst wird es keinen Sinn machen, dass man das Spiel so lange installiert. Ich muss aber auch sagen, erst als das mit diesem ganzen Internet aufkam und sowas, wo ich das alles so gelesen habe, immer über die neuen Konsolen und sowas und auch, ja, dass die so laut sind, dass man doch mal die PS4 auseinanderbauen soll und sowas. Erst da ist mir aufgefallen, dass die laut ist. Vorher ist mir das nie aufgefallen. Mir kann niemand erzählen,
dass die erst bei Cyberpunk laut geworden ist. Also die war doch garantiert schon bei Final Fantasy laut und ich habe es noch nicht mitgekriegt, weil mich niemand drauf angesprochen hat. Ja, wahrscheinlich auch. Also ich kenne es nur vom Rechner. Meine Rechner, die waren immer laut. Ja. Aber in der Regel, wenn ich am Rechner spiele, also gut, ich spiele auch manchmal in Boxen, aber dann höre ich es auch nicht, weil der Spielsound lauter ist. Ja, das ist immer. Und ich bin nicht schwerhörig. Also, aber meistens, wenn ich am Rechner spiele, spiele ich auch mit Kumpels oder so und dann habe ich ein Headset auf und dann ist es sowieso gegessen. So ist es ja dann bei der Konsole auch, wenn du aufnimmst oder wenn ich aufnehme, dann habe ich auch Kopfhörer auf und das Mikro und dann ist es völlig egal, wie laut ist. Da kann die da vor sich rumbrummen. Hm. Das merke ich dann gar nicht. Also manchmal sitze ich ja schon da und gucke, mach kurz weg, wenn ich da irgendwelche seltsamen Geräusche höre. Aber das ist nur mein Laptop jetzt im Moment. Hm. Also der trägt mehr durch wie die PS5. Was schon sehr interessant ist, weil das Ding voll dünn ist. Ja, wahrscheinlich deshalb. Das ist so, dann stimmt, auch dadurch, dass das dünn ist, hat er auch wieder kleine Lüfte und die drehen dann halt am Limit. Ja. Und deshalb ist der laut. Da bin ich aber auch froh, dass er noch funktioniert. Ja. Also, meine macht ja auch Krach, wenn die mal losgeht. Wenn ich ein bisschen was mache, ich merke dann richtig, wie die dann schneller drehen. Mhm. Und das ist halt so. Aber ich habe jetzt bei der Xbox halt mal genau drauf geachtet, weil die Nicke gesagt hat, oh, die PlayStation war so laut, hör mal hin. Und da war sie mal so laut und da habe ich geguckt. Aber die Xbox, muss ich sagen, ist sehr leise so. Also die hat man dann sogar teilweise. Es liegt wahrscheinlich auch an dem großen Lüfter, an der Bauweise, die halt einen sehr großen Lüfter hat. Und große Lüfter müssen sich halt nie so schnell drehen. Wenn ich mir die PlayStation so angucke, da passt ja so ein großer gar nicht rein. Ich und wenn dann ein kleiner so dreht, dann ist es nur mal, dass der lauter ist. Das ist halt einfach so. Ja, also manchmal habe ich echt Angst, aber das eine Mal, wo ich dich dazugeholt habe, das habe ich halt sogar bis drüben gehört. Ja, da war es also extrem. Wo die also gerade bei Observer hat die auch so lange durchgedreht und so laut, da habe ich mir auch gedacht, oh Gott. Aber bisher läuft noch alles. Toi, toi, toi. Ja. Gut, schreibt gerne drunter, wie laut eure Konsolen sind oder was die lauteste Konsole war. Genau, ist schon irgendeine abgehoben oder explodiert? Das würde mich mal interessieren. Können Konsolen explodieren aufgrund des Lüfters? Ich glaube nicht, dass die explodieren. Die gehen einfach aus. Mir ist mal ein Monitor explodiert. Implodiert oder explodiert? Eigentlich ist er implodiert. Implodiert ist dann also Piu. Ja, okay. Ich glaube, die implodieren doch immer, auch die Fernseher, die alten früher, wegen dem Gas oder sowas da drin. Ach so. Aber das war ganz witzig gewesen. Da saß ich da und was habe ich denn gespielt? Ich glaube, Command & Conquer Generals haben wir gespielt. Hm. Nee, World of Warcraft. Ich habe mit ein paar Kumpels WoW gespielt und habe da gesessen und dann voll so, es war schon mitten in der Nacht irgendwann, es war 3 Uhr oder so, und irgendwo bin ich schon immer kleiner und ich so, da gezockt, auf einmal macht so der Bildschirm so, wackelt so komisch und dann wird er so klein und dann macht so erst so und dann knallt's und ich bin so aufgesprungen, hab's Headset hingelegt, bin so zurück und dann macht so und dann kommt so ein kleiner Qualm hinten raus, wie so ein Comic, was der so knall und dann so kommt so Qualm oben raus. Also beim Ringlicht kam jetzt und dann höre ich nur so unten, wie das Headset so am Boden liegt, so, was ist los? Und ich so, guck so und dann so, riecht so ein bisschen verbrannt, habe erst mal geguckt und dann habe ich es jetzt noch gesagt, mein Monitor ist explodiert. Und dann haben die anderen voll gelacht. Wie, dein Monitor ist explodiert? So, vielleicht ist er auch implodiert. Er ist kaputt auf jeden Fall. Aber er war auf jeden Fall kaputt. Ich hatte zum Glück noch einen da, deshalb wollte ich auch letztens an den Monitor den wegschmeißen. Wir haben sie immer noch beide. Das war der, den ich da hatte dann noch, den hatte ich dann. Ja, aber jetzt haben wir noch zwei noch da. Ja, es ist immer gut, einen Monitor da zu haben, falls er implodiert während dem Zocken. Sehr schlimm. Ja, schreibt uns eure lautesten Gaming-Geschichten unten drunter. Ja, oder ob es euch überhaupt stört. Ich meine, wenn man mit Headset spielt, dann hört man eigentlich gar nichts. Ja, weil manche nervt. Ich glaube, ist eine Wasserkühlung leise? Weil Wasserkühlung dreht sich schon nicht. Aber die Radiatoren sind doch ziemlich laut, die das Wasser durchzirkulieren lassen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich sehe es immer nur, wie es voll cool aussieht. Das heißt immer silent. Ich bin nicht sicher, ob eine Wasserkühlung. Ich dachte nämlich eine Zeit lang, mehr Wasserkühlung im Rechner wäre leise. Und dann habe ich mal gehört, die Radiatoren werden laut. Das sind die Dinger, die das Wasser halt durchjagen. Interessant. Schreibt mal drunter. Es gibt bestimmt einen, der einen wassergekühlten Rechner hat. Ja. Da habe ich noch was voll Ekliges gesehen. Nur ganz kurz. Einer von Facebook, ein Bekannter, hat er auch irgendwie Wasserkühlung, der hat wohl irgendein Problem und normalerweise ist das Wasser doch blau, oder? Ich glaube, das kann man einfärben, wie man will. Auf jeden Fall war es irgendwie braun und das war wohl falsch.
Und dann haben sie versucht, das braune, den blauen Schlick da rauszuholen aus diesem Wasserkühlungsdings. Ich habe immer gedacht, Wasser und Elektronik versteht sich nicht. Also. Ich habe mal vom Kumpel gehört, dass man Öl nehmen könnte. Wie? Dass das Beste eine Ölkühlung wäre und man theoretisch seinen ganzen Rechner einfach in Öl tauchen könnte. Das hört sich an wie ein Witz. Ja, ich habe auch, kann mir das gar nicht vorstellen. Aber es würde wohl funktionieren. Schreibt runter, ob ihr einen Ölrechner habt. Schreibt alles runter, was ihr? Öl mit was Wasser, mit laut, leise. Alles. Wir sind sehr interessiert dran und wir lieben es, Kommentare zu beantworten. Das ist nicht ironisch gemeint, das ist wirklich cool. Ja. Ansonsten bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss.